Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Freunde und Mitglieder des Ost-West-Forums, auch ich begrüße Sie ganz herzlich. Und ich möchte ebenfalls, wie mein Vorredner hat mir das Stichwort gegeben, eine Frau zum Internationalen Frauentag als Referentin vorstellen, Astrid von Friesen. Die allermeisten werden Sie schon kennen. Ich bin sicher, dass sich eine ganze Reihe von Ihnen doch etwas über den Titel des Vortrags am heutigen Tag gewundert haben. Was ist bloß mit den Jungen und Söhnen los? Ich will ehrlich sein, zumindest für mich gilt es, als wir im Herbst das Programm für dieses Jahr zusammenstellten, habe ich mit dem 8. März nur den Sonnabend verbunden und nicht, dass es sich hier um den Internationalen Frauentag handelt. Das ist aber kein Fauxpas, sondern wir werden aus der Besonderheit des Themas, denke ich, auch etwas Neues aus dem Tag gewinnen. Als 1910 die beiden Frauen Clara Zetkin und Käthe Dunker auf einem Internationalen Frauenkongress in Kopenhagen die Idee hatten, den Internationalen Frauentag auszurufen, hat das ja sehr schnell in sozialistischen Kreisen, übrigens auch in der Bundesrepublik im Rahmen der SPD über Jahrzehnte hinweg Wirkung gezeigt und ist als solcher Tag gegen die damals dominante Diskriminierung von Frauen in Bildung und politischer Position auch wirksam gewesen. Das hat sich mittlerweile alles etwas geändert, aber selbst wenn Sie die heutige Zeitung aufschlagen, werden Sie über die massiven ökonomischen Diskriminierungen von Frauen genügend lesen können, was nicht ausschließt, dass eine Frau, deren Namen man jetzt schwerer ausspricht, Alice Schwarzer, vor 2 Jahren gemeint hatte, man sollte doch diesen gönnerhaften 8. März endlich abschaffen und das ganze Jahr zur Würdigung von diskriminierten Menschen nutzen. Ich halte das auch deswegen für wichtig, jetzt spreche ich als Psychologe, es gibt bei uns in der Sozialpsychologie ein Phänomen, die sogenannte Salienz, die da besagt, wenn man ein Thema zu Tode traktiert, es immer wieder in die Öffentlichkeit hochträgt, denken Sie an die Ausländerfeindlichkeit, an das Ost-West-Gefälle, an die Homophobie oder welches Thema auch immer, es wird totgeritten und man kann es zum Schluss nicht mehr hören. Und so geht es zumindest, ich denke, auch vielen Frauen mit dem Frauentag und der formalen Ehrung. Worum es heute geht, und das ist eigentlich das Thema unserer Referentin, ist viel stärker den Gender-Aspekt, überhaupt diese Geschlechtsproblematik ins Auge zu nehmen. Und dazu gehören ja nun, weiß Gott, auch die Männer, die Knaben und die jungen Männer dazu. Astrid von Friesen wird uns in ihrem Vortrag deutlich zeigen, dass der Feminismus, zumindest in dieser westdeutschen Prägung, den wir dann erst spät in den Ausläufern kennengelernt haben, dazu geführt hat, dass die unübersehbaren Probleme der Jungen und Knaben eigentlich darüber nicht mehr wahrgenommen worden sind. Zwar gibt es für die Forscher, die sozialwissenschaftlichen Forscher, seit etwa 10 Jahren die obligatorische Pflicht, in jedem Forschungsprojekt ein Gender-Thema anzusprechen. Das Thema Gender muss abgearbeitet werden. Ich habe aber nicht den Eindruck, dass das merkliche Auswirkungen auf die Politik des Landes gehabt hat. Die Frauenforschung hat in Deutschland eine ganz spärliche späte Rolle gespielt. Und das sind zum Beispiel dramatische Themen verloren gegangen, wie etwa die mangelhafte Behandlung von Frauen im mittleren Lebensalter an Herzinfarkten, ist von der Kardiologie lange Zeit überhaupt nicht in dem Maße ernst genommen worden wie bei Männern. Es hat noch spärlicher eine Männerforschung gegeben, die eigentlich sogar erst, ich denke darauf wird die Referentin eingehen, in der jüngsten Zeit eingesetzt hat und höchstens uns Männern bei Urologen auffällt, wenn sich da ein Urologe Facharzt für Männerkrankheiten nennt. Also so ziemlich die einzige Berührung, die man damit hatte. Aber gerade im letzten Jahr sind eine Reihe bemerkenswerte journalistische Leistungen entstanden, von sehr sensiblen Journalistinnen vor allen Dingen, etwa wie der Artikel Das geschwächte Geschlecht in der Zeit Anfang Januar oder die Jungenkrise in der FAZ geschrieben, die eine Vielzahl von Belegen zusammengestellt haben. Ich will nur 3 nennen in der Anmoderation, die besonders problematische und übersehene Rolle von Jungen eigentlich deutlich werden lassen. Das ist erstens das große Phänomen, ich hoffe, ich trete jetzt keiner Pädagogin zu nahe, der Feminisierung der Erziehung in Europa. Also wenn ich jetzt meine Enkeltochter sehe, die 9 Jahre alt ist, weiß ich, dass die bis zum 10. Lebensjahr nicht ein einziges Mal ein Mann als Erzieher oder Lehrer je begegnet sein wird.
Es sind durchweg Frauen. Der einzige Mann ist ein Schuldirektor, der keinen Unterricht bei ihr hält. Und wenn man sich das mal anschaut, die Lehrer in der Grundschule, es gibt ja eine Statistik, die zeigen, dass gegenwärtig in Hessen es immerhin 23% sind. Das liegt an der Spitze Deutschlands. Sachsen liegt am letzten Platz mit 3% männlichen Grundschullehrern. Die gibt es praktisch nicht in diesem Landesteil. Das Zweite, worauf ich nochmal hinweisen möchte, ist der Fortbestand der Ideologie traditioneller Männlichkeit, mit denen wir Männer groß geworden sind. Härte, Disziplin, keine Gefühle zeigen, ausdauernd und ähnliches. Was aber deutlich geworden ist, dass Männer, und das zeigen alle psychologischen Studien, wesentlich schlechtere Kommunikationsfähigkeiten als Frauen haben, was für viele moderne Berufe lebensgefährlich ist, wenn man nicht gerade Automechaniker ist. Der Zugang zu Befindlichkeit und zu Gefühlen ist uns Männern verstellter. Ich habe das selbst in Arbeitslosenprojekten erlebt, wo wir Trainingsprogramme für Langzeitarbeitslose hier in Sachsen durchgeführt haben. Die männlichen Teilnehmer sind fast alle nach 2-3 Tagen entschwunden, als deutlich wurde, dass es hier um Gefühlsarbeit geht, um das Selbstkonzept, um die Arbeit mit den eigenen Gefühlen und Frustrationen. Das ist nicht so eine männliche Angelegenheit bis jetzt in unserer Erziehung gewesen. Und wenn Sie an die neueste dramatische Studie meines Kollegen Wetschner, TU, denken, der Soldaten in Afghanistan untersucht hat, übrigens über 10.000 Soldaten an dem posttraumatischen Belastungssyndrom, dann wird deutlich, dass die männlichen Soldaten, die zurückkommen, dass über 50% nicht bereit sind, eine psychologische Therapie bei so einem Syndrom aufzunehmen. Das ist immer wieder im Unterschied zu den Frauen. Und das Letzte, damit will ich dann auch schließen, damit mit dieser Litanei. Die Leistungsprobleme sind mehr als deutlich. Jungs unterscheiden sich in ihren Schulnoten dramatisch von den Intelligenztests, die man mit ihnen durchführt, Mädchen nicht. Dort entspricht sich das etwa. Kann man auch böse sagen, Mädchen lernen ein schulschlaues Verhalten, schon sehr früh. Das zu lernen und zu reproduzieren, was verlangt wird. Während die Knaben mit ihrer Widerständigkeit und ihren Adrenalinschüben unauffällig sind, störend sind und dieses störende Sozialverhalten sich auf die Leistung niederschlägt. In Deutschland machen gegenwärtig 37,8% aller Mädchen das Abitur, bei den Jungen sind es 29%. Und über die Kriminalitäts- oder Suizidraten möchte ich gar nicht sprechen. Wenn ich zusammenfasse, heißt das, dass die traditionelle Männlichkeit, und das wird besonders bei den Migrantenkindern deutlich, zunehmend auf eine Gesellschaft trifft, in der Werte, in der Anforderungen gestellt werden, die, denen man so nicht mehr begegnen kann. Denken Sie an die vielen Humandienstleistungsberufe, wo Empathie verlangt wird, also emotionale Mitschwingfähigkeit. Denken Sie an Berufe mit Emotionsarbeit, wie bei Beratungsfirmen, Reisebüros, Callcenter-Tätigkeiten, wo Anforderungen gestellt werden, die traditionelle Männlichkeit, Härte, Disziplin, Durchhalten und Ähnliches nicht gefragt sind. Und dieser Widerspruch, der ist, denke ich, so dramatisch und deutlich geworden, dass ich sehr froh bin, dass Astrid von Friesen sich dem Thema widmet, das nochmal deutlich machen will. Die Frage, die uns vor uns steht, wird sicher sein, was kann man dagegen tun? Wie kann man mit diesem Geschlechtsproblem umgehen? Und damit freue ich mich sehr, dass wir eine Referentin haben, die über viele Jahre auf diesem Gebiet gearbeitet hat. Astrid von Friesen ist ein Kind von Vertriebenen, die jahrhundertelang in dieser Landschaft in Sachsen, speziell in der Lommatscher Pflege, gelebt haben. 1953 in Westdeutschland geboren, hat Erziehungswissenschaft, Psychologie und Soziologie studiert, hat dann ihre Staatsexamen als Lehrer für Deutsch und Kunst als Pädagogin abgelegt, hat dann schließlich es nicht sein lassen können, hat Journalistik noch studiert, hat Gestalt- und Traumatherapeutin erlernt. Und mit dieser Tätigkeit als Journalistin werden wir ihr immer wieder begegnet sein, in der Süddeutschen Zeitung zum Beispiel oder mit ihrer Stimme, die Sie dann gleich hören werden, sich erinnern, im MDR Figaro oder beim Deutschlandfunk, wo sie sehr interessant erziehungspädagogische, psychologische Themen behandelt. Sie ist in der Lehrerfortbildung in Meißen sehr beschäftigt und an den Hochschulen in Dresden und Freiberg. Und schließlich kennen wir sie als Mitglied des Vorstandes hier in Brunsing-Gödlitz
schon lange, und die Sie nicht kennen sollten, immer noch nicht kennen sollten, haben Sie sicherlich schon beim Ausschöpfen der berühmten Tomatensuppe unten beim anschließenden Empfang erleben können. So viel, ich darf noch mal hinweisen auf den Büchertisch, der, wie ich mit Freude sehe, doch schon sehr ausgedünnt worden ist. Es sind zwei Bücher von ihr noch da, die, sie hat sehr viele geschrieben, die im Handel erhältlich sind. Das ist einmal Schulz, sind immer die anderen, Frustrierte Frauen und schweigende Männer und ein sehr schönes Buch, schätze ich sehr, über der lange Abschied, die psychischen Spätfolgen der zweiten Generation von Vertriebenen. So viel der Vorrede, liebe Astrid. Ich freue mich, von dir nun zu hören, was wir denn machen können mit den angerissenen Geschlechterproblemen. Du hast das Wort. Ja, vielen Dank, lieber Peter Richter, für die freundlichen Worte. Vielen Dank für die Einladung an das Ost-West-Forum. Herzlich willkommen. Peter Richter hat jetzt schon etliches vorweggenommen, aber ich starte gleich. Die Frage, die sich heute stellen, sind für mich folgende. Warum tun sich viele Jungen in der Schule und in unserer Gesellschaft so schwer? Warum sind viele Jungen überproportional psychisch labil, leiden unter ADHS und Verhaltensauffälligkeit und nehmen sich, das divergiert bei verschiedenen Untersuchungen, 7 bis 12 Mal häufiger das Leben wie Mädchen während der Pubertät? Warum befinden sie sich in einem Rollenkäfig, der einhergeht mit Gefühlsferne, klaglosem Ertragen von Härte, wie zum Beispiel der Entfremdung eines Elternteils aus ihrem Leben, mit hohen Gesundheitsrisiken, der Abwehr von kindlichen Verwundungen, wie Trauer über zerbrochene Ehen der Eltern, über ihr Versagen? Warum bleiben manche in Wut und Aggressionen stecken? Warum suchen dann viele Männer, erwachsene Männer, immer wieder destruktive Auswege wie übermäßiges Arbeiten, Süchte, Aggressionen, Suizid, also stresskompensierendes Hochrisikoverhalten? Wir wissen das seit Jahren, aber wirklich interessieren tun sich nur die wenigsten dafür. Und immerhin sterben die Männer ja auch 6 bis 7 Jahre vor den Frauen. Für einige Antworten lassen Sie mich bitte kurz einen Blick in die jüngste Geschichte werfen, ohne die das Problem meiner Ansicht nach nicht verstanden werden kann. 5,2 Millionen deutscher Männer waren im Zweiten Weltkrieg gefallen und hinterließen Millionen vaterverlassener Jungen und Mädchen. Das war damals normal, einerseits. Andererseits eine immerwährende Wunde, eine tiefe Verletzung, wie heutige Berichte von vaterlos aufgewachsenen Kindern, die mittlerweile selbst im Großelternalter sind, immer wieder erschütternd deutlich machen. Diese Vaterentbehrung, millionenfach nach dem Ersten sowie nach dem Zweiten Weltkrieg erlitten, führte Jahrzehnte später zum Beginn der heutigen Scheidungslawine, wie der berühmte Psychoanalytiker Horst Petri schreibt. Zitat: Wenn ich selbst vaterlos groß geworden bin und meinen damaligen Schmerz verdrängt habe, um emotional zu überleben, kann ich mir heute auch nicht vorstellen, was es heißt, das eigene Kind zu verlassen. Zitat Ende. So kann, muss nicht, aber kann eine der vielen männlichen Formen der Abwehr des Schmerzes aussehen. Die weibliche Abwehr dieses tiefen Kinderschmerzes führte dagegen in Teilen der Frauenbewegung sowie bei den vielen heutigen Richtern und Sozialarbeitern zu der Ideologie, die den Vaterverlust umkehrte. Aus der schmerzhaften Tatsache, ich hatte keinen Vater, wurde die Ideologie, niemand braucht Väter. Vaterlosigkeit wird mittlerweile nahezu als Ideal propagiert und das männliche Prinzip damit massiv entwertet. Denn täglich werden in Deutschland 400 Kinder neu zu Scheidungshalbwaisen, wobei ca. 80% von diesen Kindern bei den Müttern verbleiben und in ungezählten Fällen ein Bürgerkrieg in Tüttelchen um die Kinder entbrennt. Und eine Nivea-Reklame von Weihnachten 2013 jetzt lautet:
einem kleinen Kind sozusagen mit großen Augen vorm Tannenbaum in den Mund geschoben. Zitat: Das Einzige, was ich möchte, ist Weihnachten ohne Vater. Darauf gab es einen großen Proteststurm im Internet. Und Nivea hat es wieder zurückgezogen. Denn viele Väter werden aus den Familien ausgestoßen und ausgesondert. Sie sollen bis an den Rand ihrer finanziellen Existenz bluten, wie die kriegerischen Scheidungsmetaphern oftmals in diesem Rosenkrieg heißen. Und wir Fachleute kämpfen darum, dass das sogenannte PAS, das Entfremdungssyndrom, wenn ein Elternteil das andere entfremdet und die Kinder oftmals unter lebenslangen Folgen leiden, möglichst bald in den Katalog der psychischen Kinderkrankheiten aufgenommen wird. In Italien und Frankreich stehen auf diese Entfremdung Strafen, schlimmstenfalls bis zu 3 Jahren Gefängnis. Warum? Ich frage das dann meistens ins Publikum hinein. Warum? Gibt es hier irgendeinen Juristen, der das beantworten könnte? Warum gibt es so lange Knast für Entfremdung? Es sind Menschenrechtsverletzungen, die in vielen alleinerziehenden Familien mit den Füßen getreten werden. Kinder haben ein Recht, von der UNO-Kinderkonvention festgelegt, mit beiden Eltern, allen Großeltern und Familienmitgliedern ungestörten und stressfreien Kontakt zu haben und sie alle liebhaben zu dürfen. Wird dies verwehrt, weil zum Beispiel der leibliche Vater nur aus einem Samencocktail bestand oder unterschlagen wurde, man sagt bei 10% der ehelichen Kinder, die dann Kuckuckskinder genannt werden, oder aus der Familie gegangen ist oder verdrängt wurde, der das Besuchsrecht nicht einhält oder es wird ihm verweigert, kommt es meist zu schweren Störungen bis ins Erwachsenenalter hinein. Ein Leben ohne Vater beginnen zu müssen, beinhaltet ein hohes Lebensrisiko und bereitet unendlich viele Schmerzen, was bis in die spätere eigene Ehe und Familie hineinzuspüren ist. Die feministische Autorin Karin Jeckel, die auch hier schon mal vorgetragen hat, formulierte es einmal sehr scharf, Zitat: Alleinerziehend zu sein, ist eine absolut freiwillige Entscheidung Erwachsener, für deren vorhersehbar schwerwiegende Folgen erstens die gemeinsamen Kinder und zweitens die Allgemeinheit haftbar gemacht wird. Also keine Heldinnen- oder Heldentat. Es ist vielmehr ein Akt des Missbrauchs von Selbstbestimmungsrechten, in dem gemeinsame Kinder zur persönlichen Vorteilsnahme eines Elternteils zum Trennungskrieg Opfer gemacht und dann lebenslang damit fertig werden müssen. Durch die von Jugendamt und Familiengericht gerechtfertigte Entziehung eines Elternteils, eines der elementarsten Stützen ihres Kinderlebens beraubt worden sein. Und zwar ohne die geringste Chance zur persönlichen Gegenwehr. Das schrieb sie 2009 in ihrem sehr berühmt gewordenen Buch Der entsorgte Vater. Es hat sich juristisch ein bisschen etwas geändert, aber ich denke in der Praxis immer noch zu wenig. Dazu sagte ein 17-jähriger Junge, den ich interviewte, Zitat: Wo waren eigentlich all die Erwachsenen, als unsere Eltern uns jahrelang quälten und zerrissen? Wo waren die Großeltern? Wo waren die Paten, die versprochen hatten, uns zu beschützen? Warum haben die Kita-Betreuerinnen, die Lehrer, die Pastoren beim Konfirmandenunterricht, die Ärzte und Kindertherapeuten nicht dafür gesorgt, dass wir ohne Stress beide Elternteile sehen durften? Mehr wollten wir doch gar nicht. Alle Familienmitglieder sehen und liebhaben dürfen. Warum haben die Erwachsenen derart versagt? Zitat Ende. All dies trifft Jungen stärker als Mädchen, weil gerade die Väter ihre Verbündeten und Vorbilder sind. Es betrifft kleine und große Söhne besonders, weil viele Frauen ihren ungeklärten Hass auf Männer unbewusst auf die Söhne projizieren und sie andererseits, das ist ein bekannter psychischer Mechanismus, deswegen aus schlechtem Gewissen besonders verhätscheln. Oder ganz offen diese Männerverachtung an ihnen ausleben. Da fragte derselbe 17-jährige Patient:
Was soll ich denn werden? Meine Mutter sagt, ich kann nur ein Männerschwein, ein Idiot oder ein Weichei werden, wie sie meinen Vater sieht, der aber weder das eine noch das andere ist, sondern sehr lieb und fröhlich. Zitat Ende. Ähnlich problematisch beschreibt es der Düsseldorfer Psychotherapeut Professor Matthias Franz. Zitat: Trennungsbedingte Risiken scheinen für Jungen besonders hoch zu sein. Die Abwesenheit des Vaters hat lebenslange Folgen für die Gesundheit und den sozialen Erfolg der Kinder. Jungen hätten in den ersten 6 Lebensjahren eine kompliziertere, störanfälligere Identitätsentwicklung mit schwieriger Sozialisation. Franz zitiert etliche Untersuchungen, die diese Beobachtung belegen. So zeigte die Düsseldorfer Alleinerziehenden-Studie an gut 5000 Kindern bei der Schuleingangsuntersuchung, dass mehr als 20% der Jungen aus Einelternfamilien ein Problemverhalten aufwiesen. Insgesamt haben Kinder aus Scheidungsfamilien einen geringeren Selbstwert, ausgeprägtere soziale und kognitive Probleme, auch geringere Schulleistungen und sind psychisch auffälliger. Jungen sind, im Gegensatz zu denen aus stabilen Familien, doppelt so häufig von Drogen, Delinquenz und Gewalt bedroht. Auch gehen sie im Erwachsenenalter seltener Beziehungen ein und brechen häufiger diese wieder ab. So steht es im 7. Familienbericht der Bundesrepublik 2006. Eine kanadische Studie ermittelte für Scheidungskinder, vor allem Jungen, eine doppelt so hohe Verschreibungsrate von Methylphenidat wie für Kinder aus intakten Familien. Dieses Mittel bekommen sie, die an einer Störung der Aufmerksamkeit leiden. Ebenso nähert eine niederländische Studie von 2012 an über 1000 Scheidungskindern unter 11 Jahren den Eindruck, dass es bei manchen Jungen offenbar eine besondere genetische Disposition gibt, bedingt durch einen bestimmten Dopaminrezeptor, der sie auf die Trennung der Eltern, das heißt Bindungsverlust, und die damit verknüpften Stressfaktoren und den psychischen Schmerz heftig reagieren lässt. Das war nun ein kurzer Blick in die Geschichte, warum sich Jungen und Männer so schwer tun. Nun kommen wir zu der mittlerweile notwendigen Frage, warum eigentlich Väter genauso wichtig sind wie Mütter. Und das muss tatsächlich immer wieder diskutiert werden. Für den Fötus im Bauch sowie für das Kind in den ersten Lebensjahren ist die Beziehung zu einer liebevollen, präsenten und einfühlsamen Mutter eine symbiotische, eine lebenswichtige, in der sich das Ich des Kindes langsam durch das spiegelnde Du entwickelt. Die Abnabelung aus diesem paradiesischen Zustand ist mit Ängsten und dem Hin- und Herpendeln zwischen dem Wunsch nach extremer Nähe und dem riesigen Wunsch nach Abgrenzung und Autonomie gekennzeichnet. Eine schmerzhafte, höchst ambivalente Situation für beide Teile, wenn die Kinder die ersten kleinen und immer größer werdenden Schritte in die Welt machen. Diese Situation wird eindeutig erleichtert durch einen liebevollen Vater, der einerseits die Ängste des Kindes bei seiner Welteroberung zu mildern versteht und der ihm eine Identifikation anbietet, was dem Kind die Ablösung von der liebevollen, aber auch als übermächtig und dominant erlebten Mutter erleichtert. Er hat somit eine Pufferfunktion. Das passiert am besten in einer fröhlichen Partnerschaft mit guter ehelicher Sexualität. Zitat, wieder von dem Analytiker Petri: Nur wenn der Mann seine Frau als Partnerin akzeptiert und sie gleichzeitig in ihrer Mutterrolle bestätigt, ist sie innerlich ausgeglichen genug, um das Kind freigeben zu können. Umgekehrt wird der Mann seine Vaterrolle umso besser erfüllen, je mehr er sich von seiner Frau geliebt und in seinem männlichen Engagement nicht ausgegrenzt fühlen muss. Ende. In dieser bedeutsamen Triangulierungsphase sollte das Kind also zwei Liebesobjekte haben. Weil es ein weibliches und männliches Vorbild für seinen Reifeprozess braucht, darf von beiden Anteile in sein männliches, weibliches Selbst integrieren zu müssen. Auch vermitteln Männer Besonderes.
den aktiveren Umgang mit der Welt, motorisch aktivere Spiele, Wissen, praktisches Handeln, und sie bieten eher Mut, Wagnis, Risikobereitschaft, Neugier, Triebverzicht, Ausdauer und Frustrationstoleranz. Da Jungen ihre Aggression über ihre Motorik ausleben, ist die Körperlichkeit und Sportlichkeit der Väter, die gleichzeitig die überschüssigen Kräfte in Fair Play regeln und spielen und damit zu moralischen Werten hinleiten, von extremer Wichtigkeit. Und der berühmte Kindertherapeut Professor Hellbrücke, der gerade jetzt mit fast 100 Jahren gestorben ist in München, verordnete dann Vätern mit auffälligen kleinen Söhnen jeden Tag eine Viertelstunde Ringkampf auf dem Wohnzimmerteppich, um all dies zu üben. Kleine Jungen himmeln ihre Väter an und wollen wie sie groß, allwissend, mächtig und stark werden. Doch in der Pubertät kommt das Moment der Rivalität hinzu. Es bedeutet eine große Kränkung, noch nicht so zu sein wie er, und kann in Ablehnung und Hass umschlagen. Wenn sich Väter diesem Konflikt nicht stellen, sich nicht als vollwertige, taffe Sparring-Partner bei diesem Pubertätsmatch um richtig und falsch, gut und böse, dein und mein anbieten, dies auch aushalten und sich in die Ohnmachtsgefühle ihrer Söhne einfühlen können, wenn das nicht passiert, kann es zu einem lebenslangen Konflikt führen. Noch verschärfend, wenn diese Jungen sich in einer matriarchalen Welt aufhalten müssen, Peter Richter hat es auch schon gesagt, in der sie keine Identifikationsobjekte, keine positive Männlichkeit, sondern nur weiche Themen, rosa Farben, gehäkelte Klofenstergardinen und das ewige Gerede von Frauen über Gefühle vorfinden. Ein kleiner Junge sah sich an seinem ersten Tag in seiner Schule um und fragte völlig verzweifelt: Was soll ich denn hier in diesem Frauenknast? Eine andere Normalität: 5-jährige Mädchen wollen natürlich ihre Väter, ihre angehimmelten Väter heiraten und die Mütter verstoßen. Das ist ganz normal. Dies wiederholt sich, sozusagen abgeschwächt, in der Vorpubertät. Väter sollten in diesen Phasen zweierlei tun. Sie sollten ihre Ehefrauen an ihrer eigenen Seite bestätigen, die müssen immer noch die schönsten sein, aber sie sollten auch zärtlich und liebevoll begrenzen das Weibchen in ihren Töchtern anerkennen. Fehlt dieser stolze Glanz im Auge des Vaters, bleibt bei Mädchen oftmals eine lebenslange Suche bis hin zur Sucht nach männlicher Anerkennung und ein beständiges Drehen vor dem Spiegel bestehen. Immer mit der Frage: Bin ich schön, liebenswert, attraktiv genug? Diese ewige und tief verzweifelte Kinderfrage an den Spiegel kann jedoch kein Ehemann später ausreichend beantworten und stillen, weil der fehlende oder abwesende Vater dieses emotionale Loch hinterlassen hat. Und gerade daran scheitern später viele Ehen. Ich mache auch sehr viele Paartherapien in meinen Praxen in Freiberg und Dresden und erlebe das ungefähr bei jedem zweiten strittigen Ehepaar, diese Problematik. Interessant ist auch folgende Untersuchung. Mädchen, die in den ersten 5 Lebensjahren eine enge Beziehung zum leiblichen Vater haben, beginnen ihre Pubertät relativ spät. Diejenigen, die nur mit ihrer Mutter alleine oder mit einem Stiefvater aufwachsen, pubertieren sehr viel früher, was natürlich oftmals massive Probleme hervorruft. Und von einer stärkeren Sexualisierung innerhalb der Patchwork-Familie spricht. Oder eine andere Interpretation: von dem unbewussten Drang, möglichst bald groß und erwachsen zu sein, um ausziehen zu können. Einer der wichtigsten Jobs für Väter, von Jungen wie Mädchen, ist, den überbordenden Narzissmus sowie die Aggressionen in Schach zu halten, diese beiden natürlichen Gefühlslagen angemessen, konsequent und liebevoll zu begrenzen, damit sich ein stabiles Über-Ich, das heißt eine ausreichende Eigenkontrolle, bilden kann, um diese heftigen Gefühlslagen in Krisen im weiteren Leben bewältigen zu können.
Man kann auch kurz sagen, Väter sind eigentlich dazu da, um Frustrationstoleranz den Kindern beizubringen. Auch sind es die Väter, die Zukunftshoffnung vermitteln und für die ersten Schritte ins wirklich eigene Leben bedeutsam sind, während Mütter dazu neigen, die Kinder zu verwöhnen, bis hin zur Lebensbehinderung. Das habe ich schon in meinem ersten Buch vor 30 Jahren geschrieben. Geld spielt keine Rolle, Erziehung im Konsumrausch. Verwöhnen bis zur Lebensbehinderung. Wenn sie zum Beispiel den nicht behinderten Söhnen die Wohnungen putzen und die Wäsche waschen, auch wenn diese 27 Jahre alt sind. Das ist das Problem, weil nämlich junge Frauen sich das heutzutage, solche verwöhnten jungen Männer, irgendwie nicht mehr gefallen lassen. Deutlich wird die väterliche Wichtigkeit an folgenden Zahlen aus den USA. 80-90% der jungen Schulversager, der jungen Kriminellen, Drogenabhängigen, der Teenager mit frühen Schwangerschaften und der Suizidanten haben keine präsenten Väter gehabt. Man kann es auch verschärft sagen, wie es amerikanische Autoren tun. Der seit dem Zweiten Weltkrieg laufende Feldversuch der Väterabwesenheit ist in vielen Fällen deutlich missglückt. Eine große schwedische Längsschnittuntersuchung, welche Kinder und Jugendliche über 20 Jahren begleitete, hatte ergeben, dass Jungen ohne präsente Väter ein doppelt so hohes Risiko haben, in den Jugendjahren zu sterben, wie Jungen, die mit ihren Vätern und Müttern in kompletten Familien aufwachsen durften. Sterben an Drogen, Gewalt und Unfällen. Für Männer ist es heute extrem problematisch, ihre Vaterrolle zu definieren. Frauen fordern einerseits alles, Geld verdienen, mithilfe im Haushalt und bei der Erziehung, gesellschaftliche Geltung sowie eine Unterstützung in allen Lebensbereichen. Andererseits sind sie oftmals extrem kontrollierend und lassen die Männer mit den Kindern nicht machen und lassen sie selten alleine, sondern müssen alles im Blick haben, beaufsichtigen, analysieren und oftmals auch zernörgeln. Eigentlich gehen sie dann freiwillig in die klassische Schwiegermutterposition. Wie sollte sich unter diesen Argusaugen dann eine Liebesbeziehung zwischen Vater und Kind herstellen? Und noch ein Paradox. Frauen lieben Männer, doch meistens wegen ihrer Andersartigkeit, denn sonst wären wir ja alle lesbisch. Und just dieses männliche Sein lieben auch Kinder. Aber Mütter versuchen oftmals mit Macht, die Männer zu weiblichem Verhalten umzupolen. Und die Männer? Sie müssten dringend ihr Selbstverständnis und ihre enorme Wichtigkeit als Väter neu bewerten und auch leben. Nur einige Stichworte. Lagerfeuer, Rohre reparieren, übernachten im Zelt, raus ins Gewitter, 3 Tage nicht duschen, Eisenbahnbau, Vögel- und Sternbeobachtung, Trip ins Unbekannte per Fahrrad und Gitarre spielen. All dies und noch unendlich viel mehr können und sollten Väter ihren Kindern bieten, exklusiv, in inniger Nähe, ohne störende Frauen, in wahrscheinlich wohltuendem, schweigenden Kontakt, als präsente und für später lebenswichtige innere Gefährten, wie der Kulturanthropologe Robert Blay es benennt, als verehrte, respektgebietende, zärtliche und einfühlsame Väter und lebensnotwendige Vorbilder. Beide Eltern sind zu allen Zeiten enorm wichtig, doch Mütter sind für die ersten 10 Jahre von besonderer Bedeutung. Die Bedeutung der Väter löst danach die der Mütter ab, um die Kinder aus dem emotionalen Bereich der Frauen in die Welt hinaus zu begleiten. Die zerrütteten Ehen und Beziehungen haben natürlich Folgen für die nachwachsende Generation. Unsere Zukunft hat bereits begonnen und lässt einen gruseln, wenn man sich folgende Zahlen ansieht. 71% der männlichen und 75% der weiblichen wissenschaftlichen Mitarbeitern an den deutschen Universitäten haben keine Kinder. 34% der Professoren und 62% der Professorinnen ebenfalls keine. Und die sind ja dann schon aus dem Kinderalter meistens raus. Und 80% der befristet Angestellten an den Universitäten sowieso nicht. So die Forschungsergebnisse des Wissenschaftszentrums Berlin 2009. Das heißt, da wird deren Intelligenz zumindest nicht weitergegeben, so richtig. Kommen wir nun zu pädagogischen Aspekten. Alles wiederholt sich.
In den 60er und 70er Jahren kämpften bereits die Westfeministinnen dafür, dass Mädchen bessere Chancen in den Schulen und Ausbildung bekamen, dass genauso viele Mädchen wie Jungen Abitur und einen Hochschulabschluss machen konnten. Es war ein harter Kampf mit staatlichen Förderungen auf vielen Ebenen, mit Mädchenprogrammen, Mädcheninformationstagen, mit vielen Millionen Euros und sehr vielen klugen Gedanken. Dieses Ziel haben wir auf der Bildungsebene einerseits erreicht, weil Mädchen mittlerweile bessere Schul- und Ausbildungsabschlüsse vorweisen als Jungen, aber leider immer noch nicht Ingenieurinnen werden wollen. Deswegen hat zum Beispiel Norwegen, wie ganz Skandinavien, ein Vorreiter der Gleichberechtigungspolitik und Inhaber des höchsten Gender Gaps, das ist so eine ausgerechnete Gleichberechtigungsquote, die Genderforschung 2011 radikal eingestellt, weil Mädchen auch nach 50 Jahren Genderpolitik immer noch am liebsten Friseurinnen und Einzelhandelskauffrauen werden und Jungs immer noch nicht Hebammen werden wollen, sondern irgendetwas mit Technik und Informatik. Diese norwegische Diskussion von 2011 wurde bei uns unterdrückt, weil Millionen Euro an Steuergeldern in die Genderforschung fließen und eine mächtige Lobby diesbezüglich Ängste schürt und Tausende von Frauenförderern natürlich ihre Jobs nicht verlieren wollen. Dabei haben sie es in 30 Jahren noch nicht einmal geschafft, gleichen Lohn für gleiche Arbeit einzuklagen, was vor jedem Arbeitsgericht ganz simpel wäre. Das hat mir mal Dresden, der leitende Arbeitsrichter, gesagt. Nichts einfacher als das. Vielleicht sollten wir einfach die Realität anerkennen. Auch bei uns suchen sich Mädchen und unter den Tausenden von Ausbildungsmöglichkeiten in der Mehrzahl nur 25 Berufe aus. Und bei Wirtschaftsinformatik ist der Studentinnenanteil nur 17%, der männlichen Studenten 83%. Wie die Personalfrau und Betriebswirtin Barbara Bierach 2002 in ihrem Buch »Frauen, das dämliche Geschlecht« schreibt, ein Drittel aller weiblichen Auszubildenden lernt 5 Berufe: Bürokauffrau, Einzelhandel, Arzthelferin, Friseusin und Zahnarzthelferin. Und danach fühlen sie sich überflügelt von Männern, die als Kfz-Meister einfach mehr verdienen und es vorher auch schon wussten. Es ist diese fatale deutsche Mentalität, alles zu übertreiben. Frauenförderung ist klasse, aber doch bitte nicht auf Kosten des anderen Geschlechts. Ich erlebe nun in meinem eigenen Leben als Erziehungswissenschaftlerin und Psychotherapeutin zum zweiten Mal dieselbe Misere. Ein Geschlecht wird gefördert, das andere diskriminiert und in seinen Eigenheiten nicht wahrgenommen. Damit werden ja nicht nur viele Individuen geschädigt, sondern es wird kostbare Geisteskraft brachliegen gelassen, die Deutschland unbedingt braucht. Es ist absurd, dass wir Deutsche dies innerhalb von 40 Jahren wiederholen. Nichts gelernt, nichts kapiert, kann man dann konstatieren. Aber mir ist auch noch ein positiver Aspekt eingefallen. Die Mädchenförderung hat so fantastisch gegriffen in den letzten 40 Jahren, dass wir nun diese intensive Förderung eigentlich allen Kindern zugutekommen lassen sollten und es auch dringend müssten. Und wo bleibt die Forschung? In der Frauenforschung waren wir in Westdeutschland reichlich spät dran. In Ostdeutschland hat sie, ich weiß es nicht, glaube ich, gar nicht stattgefunden. Seitdem wird sie heftig und ideologisch verquastet geführt. Bis heute baut sie Fronten auf, die die Normalbürger und Bürgerinnen weit hinter sich gelassen haben. In der Männerforschung laufen dagegen in anderen Ländern viele Projekte. Australien zum Beispiel unterstützt die Initiative Erfolg für Jungen mit 20 Millionen Dollar. In Deutschland regt sich noch nicht einmal jemand heftig darüber auf, dass Jungen, wie schon gesagt, 7 bis 12 Mal häufiger Suizid begehen als Mädchen und Männer 6 bis 7 Jahre früher sterben. Eine erstaunliche Gefühlsrohheit und Taubheit ist zu verzeichnen, wenn es um die Emotionen und die immer miserableren Schulabschlüsse des männlichen Geschlechts geht. Bereits 2003 schrieb die USA Today, eine große Tageszeitung, Mädchen bekommen besondere Unterstützung und Jungen Ritalin. Oder ein beliebter T-Shirt-Aufdruck in den USA, Jungen sind dumm, werft Steine nach ihnen.
Auch gibt es in Schweden ein Experiment, welches wir bereits aus den 1970er Jahren in Westdeutschland kennen und damals bereits verworfen haben: die geschlechtsneutrale Erziehung. In der Altstadt von Stockholm, in der Nikolaigarden-Vorschule und Egalia-Kinderkrippe, bemüht man sich darum, indem die Begriffe Mädchen und Jungen vermieden und durch neutrale Begriffe ersetzt werden. Es gab gerade vor 3 Wochen eine Dokumentation bei Arte. Auch indem krampfhaft bei gereinigten Kinderbüchern den Kindern neutrales Verhalten suggeriert wird und so weiter. Besonders eindrucksvoll war jedoch eine Szene, in der ambitionierte Eltern ihrem kleinen Sohn ein Kleid angezogen haben, gegen seinen massiven Widerstand. Sehr speziell war, das Kleid war ein Prinzessinnenkleid, rosa, voller Rüschen, glänzend. Ich finde es eher problematisch, dass viele kleine Mädchen über Jahre hinweg in ihren rosa Rundum-Tüllträumen verweilen in ihren Kinderzimmern. Auch zeugt der Prinzessin-Status nicht wirklich von Gleichheit. Aber auch das sollen nun die Jungen mitmachen. Jungen sind in Not. Allein einige Fakten belegen dies. 25% aller männlichen Schüler werden von den eigenen Eltern geschlagen und misshandelt. Und fast 5% aller 15-jährigen Jungen sind in rechtsextremen Gruppen organisiert. Wirklich kein Zeichen von Stärke, sondern von psychischem Elend, entsetzlichem Elend. Eine alte, simple Weisheit: Gewalt durch Mütter und Väter fördert Gewalt, Opposition und Nichtanpassung. Auch sind 3% der Jungen von Computerspielen regelrecht süchtig bis hin zur Verwahrlosung. Doch auch normale Neuntklässler verbringen im Durchschnitt pro Tag 354 Minuten vor den Medien. Das sind fast 6 kostbare Stunden Lebenszeit. Die Verdummung lässt da nicht lange auf sich warten. Weswegen nur 43% von den Abiturienten Jungs sind, aber 64% aller Schulabbrecher. Eine gymnasiale Empfehlung erhalten nur 34% und doppelt so viele Jungs wie Mädchen bleiben gänzlich ohne Abschluss, nämlich 10%. Von LRS sind 70% der Jungen geplagt. Auch sind 85% der ADHS-Kinder männlich, ebenso sind auf Sonderschulen 65% Jungen. Mit der Folge, dass 40% mehr Jungen als Mädchen arbeitslos werden. Matthias Stieler, ein Männerforscher der ersten Stunde aus Dresden, weist in seinem Buch darauf hin, dass das Aufmerksamkeitsdefizitsyndrom, 85% männlich, genau das meint, was der Begriff aussagt. Den Jungen mit ihren Eigenarten wird zu wenig aufmerksam geschenkt. Sie haben deswegen ein Defizit. Finde ich eine sehr interessante Umdeutung dieses Begriffs. Der gesellschaftliche Schaden ist immens, denn, wie oftmals bereits prognostiziert, wenn rund 1/4 der jungen Leute keine gute Ausbildung haben werden, müssen die anderen Gleichaltrigen nicht nur uns Ältere und irgendwann sehr alte Leute, die wir alle nun bald wahrscheinlich 95 und 100 werden, demnächst durchfüttern, sondern auch 1/4 sozusagen aus der Geschwister-Kohorte. Wie die das schaffen wollen, ist vielleicht nicht vorstellbar. Zum Thema Gewalt. Hellfeld-Untersuchungen sagen regelmäßig, dass Männer bei häuslicher Gewalt schlimmer sind. Das sind diese Hellfeld-Untersuchungen, Gerichts- und Polizeiakten. Doch diese Zahlen sagen eigentlich nur etwas über das Anzeigeverhalten aus. Feministinnen haben jahrelang dafür gekämpft, dass Frauen Gewalt an sich anzeigen, dass Frauen damit an die Öffentlichkeit gehen. Das war auch einer der Gründe, weswegen die Emma eigentlich gegründet werden musste. Weil diese Themen kamen damals, ich weiß es nicht mehr, 1977, glaube ich, nicht in anderen Medien vor. Ich selbst habe etliche Jahre für die Emma auch geschrieben. Doch welcher Mann traut sich das? Alle Dunkelfelduntersuchungen in westlichen Industrienationen von Kanada bis Neuseeland, das heißt anonyme Befragungen, sagen aus, dass Frauen zu 50% Täter der häuslichen Gewalt sind. Doch Männern wird bei der Polizei nicht geglaubt und den eigenen Kumpels erzählt das auch niemand, wenn sie von ihren Frauen geschlagen werden.
Und Kindern wird ebenso wenig getraut, zumal viele der Täterinnen aus dem sozialen Bereich kommen. Sie sind Lehrerinnen, Kindergärtnerinnen und Kinderkrankenschwestern. Ich bin seit 15 Jahren in Freiberg für die psychotherapeutische Betreuung der Studenten zuständig und bin von diesen auf dieses Thema gestoßen worden, weil so viele meiner Studenten von ihren Müttern, auch mit siebenschwänzigen Katzen, das habe ich damals gelernt, was das wohl ist, geschlagen wurden. Und die Mütter waren Lehrerinnen oder Kindergärtnerinnen. Hinzu kommt, dass Erwachsene noch viel stärker Kinder sich immer selbst schuldig fühlen, wenn sie derartig gestraft werden. Und deswegen hindern die grausam, einsam machenden Schamgefühle sie an der Offenlegung. Das wissen wir aus der Frauendiskussion vor 40 Jahren. Jungen werden auch sehr viel häufiger Gewaltopfer als Mädchen. Skandalöserweise muss man auch mit 1,4 Millionen von ihren Müttern und anderen Frauen sexuell missbrauchten Jungen rechnen. Doch nur 5% dieser Taten werden aufgedeckt. Auch gibt es nur 6 Beratungsstellen in unserem großen Land, wohingegen es für Mädchen überall Hilfen gibt. Und jeder sich sofort empört. Bei Jungen wird noch stärker weggeguckt, noch mehr geschwiegen und verharmlost. Genauso wie vor 40 Jahren bei uns Frauen. Ich kann mich noch sehr gut daran erinnern. Jungen haben ein grottenschlechtes Image. Daran abzulesen, dass mir im vergangenen Jahr 3 junge Dresdner Frauen erzählten, wirklich voller Entsetzen, dass ihnen zur Geburt ihrer kleinen Söhne regelrecht kondoliert wurde. Sie sind nicht willkommen in unserer Welt und fühlen das natürlich auch, manche von ihnen täglich, weil viele von ihnen in einem Matriarchat leben, ohne Männer in der Nähe. Weswegen der Titel des 3. Männerkongresses, der im September 2014 an der Universität Düsseldorf unter Professor Franz stattfindet, auch ironisch heißt: Angstbeißer, Trauerkloß, Zappelphilipp, Fragezeichen, seelische Gesundheit bei Männern und Jungen. Es ist erst der 3. Kongress, den es überhaupt gibt, zur Frage von Männergesundheit und Befindlichkeit. Männliche Kindergärtner, das sagte Peter Richter auch, beschreiben oftmals, dass ihnen gerade kleine Jungen nicht von der Seite weichen, weil diese so ausgehungert nach Männlichkeit und Väterlichkeit sind. Warum entwickeln sie sich so schwierig? Was könnten sie draußen auch tun, so reiz- und bewegungslähmend, abenteuerfrei und stupide die Welt für Kinder und besonders für Jungen aussieht? Und wo sind die positiven Vorbilder, wenn Männer aus den Familien weggehen, beziehungsweise von den Frauen gar nicht hineingelassen oder bald schon ausgesondert werden und bei der öffentlichen Kindererziehung quasi nicht vorhanden sind? Wie können Jungen ein positives Selbstbild bei den Millionen von alleinerziehenden Müttern entwickeln? Die Karikatur der italienischen Mamas, die ihre Söhne zu Paschas erziehen, ich nenne das immer die vorweggenommene Rache an den späteren Schwiegertöchtern, die es auch nicht besser haben sollen, lässt grüßen. Und das nun schon seit Jahrzehnten. Ich habe mal ein halbes Jahr in Rom gelebt und da gab es, das war 86, da gab es ganze Stadtviertel, da lebten nur Frauen mit ihren Kindern, die Männer waren irgendwie weg oder ausgesondert und so weiter, Frauen unter sich. Und die Stimmung war nicht besonders gut dort. In alle Richtungen. Es gibt nur 4% männliche Kita-Erzieher und 14% Grundschullehrer, so im Durchschnitt. Und manche Wissenschaftler sagen, je höher der Anteil an Grundschullehrerinnen ist, desto größer die Nachteile von Jungen. So seien in Brandenburg 93% der Grundschullehrer weiblich und Jungen schnitten um 19% schlechter ab als Mädchen. In Baden-Württemberg dagegen, wo nur 66% der Grundschullehrer weiblich sind, legen die Jungen nur um 7% hinter den Mädchen zurück. Hinzu kommt, dass Jungen, Zitat, sich nicht nur für Beziehungen und soziale Situationen interessieren, sondern sie wollen von Technik, Schlachten, Autos, Gewalt hören. Während Mädchen sich zu sozialen Situationen hingezogen fühlen, dürstet es Jungen nach unpersönlichen, dramatischen Grenzsituationen, so Arne Hoffmann in seinem Buch. Schulen sind, was das lange Sitzen müssen, schönschreiben, brav sein, anpassen, ausmalen, Collage kleben, Bilder malen und Sammelordner anlegen, auf Mädchenfähigkeiten angelegt. Jungen brauchen anderes. Deswegen wird ja auch erneut diskutiert, Jungen und Mädchen in Mathematik und in den Sprachen getrennt zu unterrichten, um das jeweils schlechter abschneidende Geschlecht intensiver und adäquater zu fördern.
Und noch eine andere Idee grassiert in der pädagogischen Gemeinschaft. Und das finde ich eine tolle Idee. Da während der Pubertät die Gehirne sowieso und bei Jungs besonders hormonvernebelt sind und deswegen wenig Input hineingeht, sollte man überlegen, alle Jugendlichen für 2 Jahre etwas Reelles lernen zu lassen, also ein Handwerk, was natürlich viele Pubertätskapriolen zumindest mildern würde. Auch würden die Jugendlichen ihr Leben als sinnlich und damit vielleicht als sinnvoll begreifen und müssten nicht zu Alkohol, Drogen oder lebensbedrohlichen Sportarten greifen oder Randale machen. Es gibt so ein leicht abgewandeltes Projekt schon in Potsdam war es, da bauen Jugendliche, ich sag mal parallel zur Schule, also 6 Wochen sogar in den Sommerferien und dann immer alle 2 Monate, glaube ich, eine Woche, bauen einen Lehrerfortbildungsinstitut um. Das ist irgendwie sind alte Häuser und die werden entkernt und renoviert. Und da sind die und fühlen sich wohl, haben sogar beschlossen, keine Handys mitzunehmen, was ist ja nun wirklich das größte Kompliment an das Experiment ist, und lernen und leben dort immer wieder eine Woche. Es gibt Gegenbeweise, dass diese Unterschiede in den Lernleistungen nicht genetisch und gottgewollt sind. In den USA werden sehr viele Kinder von ihren eigenen Eltern zu Hause unterrichtet, weil die halt auf dem Land leben oder sonst wie. Welche Überraschung? Dort gibt es kein Geschlechtergefälle zwischen den Jungen und den Mädchen, denn die Eltern strengen sich wahrscheinlich bei all ihren Kindern gleichermaßen an, ihnen etwas beizubringen. Ein zweiter Gegenbeweis: In Los Angeles wurden 130 Kinder mit Hilfe von Lerncomputern das Lesen und Schreiben beigebracht. Beide Geschlechter schnitten gleich gut ab nach dem ersten Jahr. Doch nach einem weiteren Jahr mit normalem Leseunterricht waren plötzlich die Jungen wieder viel schlechter. Man hat sich natürlich gewundert und alles Mögliche an Fakten da ausgeschlossen. Herauskam, der Leseunterricht fand in diesem zweiten Schuljahr ausschließlich durch Lehrerinnen statt. Deutsche Forscher haben auch herausgefunden, dass Lehrer spezifisch ethnisierende Gendervorstellungen an geringe Leistungserwartung haben. Auf Deutsch gesagt, sie erwarten gerade zum Beispiel von türkischen Jungen gar nichts, was deren besonders schwierige Situation noch verschärft. Denn diese haben ja oftmals den unbewussten Auftrag, psychischen Auftrag, von ihren Eltern, dem westlichen Leben standzuhalten, nicht die Familie zu verraten und die Familienehre hochzuhalten. Auch ist zum Beispiel das Lesen in ihren Augen Weiberkram, kein Mann liest, was dementsprechend abzulehnen ist. Und Kinder aus türkischstämmigen Familien machen demnächst 20% aller Jugendlichen aus. Der Publizist Arne Hoffmann formuliert in seinem Buch Rettet unsere Söhne ein 10-Punkte-Rettungsprogramm. Folgendes brauchen wir dringend, um nicht auch noch die nächsten jungen Generationen quasi zu verlieren. Erstens, jungengerechtere Kindergärten und Schulen. Der berühmte Erziehungswissenschaftler Klaus Hohlmann fordert, eine wichtige Komponente wäre das Zulassen männlicher Eigenarten und Absonderlichkeiten, um Jungen da abzuholen, wo sie gerade stehen. Sie dürfen sich machtvoll und überlegen geben, den sozialen Raum um sich erobern, männliche Selbstbehauptung praktizieren, Bewegungsimpulse nachgeben und Aggressivität sollte positiv zugelassen werden. Oder beim Lesenlernen, welches in Schottland und England mittlerweile Standard ist. Jungen lieben es, wie mit Lego Wörter zu bauen. Also bekommen sie magnetische Buchstaben, die sie zu Wörtern und Sätzen strukturieren. Das ist eine bestimmte Methode. Alle Kinder, die damit lernen, sind ihren Altersgenossen nach dem zweiten Schuljahr um 9 Monate voraus, die Jungs besonders deutlich. Auch müsste eine Quotenregelung her, damit bald 50% aller Erzieher und Lehrer männlich sind. Zweitens. Ein stärkeres und gezielteres Werben von Verlagen, Medien und Bibliotheken um leseabstinente Jungen, Das heißt, wir brauchen jenseits von Cowboy, Macho und Manager realistische Männerbilder in den Medien und jungen Themen, also auch Fantasy, Science Fiction und Abenteuer, denn Jungs lieben Körperlichkeit, Coolness, Toughness, Technik, Dominanz und dass sie sich zeigen dürfen. Drittens,
Die Medien sollten realistischere Bilder von Männlichkeit entwickeln. Viele Frauen stellen emotionale Fallen auf. Konservative Männer werden als Machos, Auslaufmodelle, Dinosaurier diffamiert. Doch Softies und Frauenversteher werden gleichermaßen lächerlich gemacht. Seit neuestem sollen Männer sowieso abgeschafft werden. Viele Männer wissen einfach nicht mehr, was positive Männlichkeit bedeuten könnte. Und für Jungen, die sich von ihren omnipotenten, oftmals alleinerziehenden und dominanten Müttern emanzipieren, das heißt entwicklungsbedingt befreien müssen, wissen gar nicht, wohin. Mit verheerenden Folgen von Identitätsproblemen, diffusen Ängsten, Rollenunklarheiten und dem Rückzug ins Schweigen bzw. vor die Medien. Zumal, wenn Sie pausenlos Schlagzeilen oder Buchtitel lesen wie »Eine Krankheit namens Mann« oder »Warum Männer früher sterben sollten«, das sind nicht nur krasser Sexismus und Menschenverachtung, sondern es geht um die Diffamierung ganzer Bevölkerungsgruppen. Und damit haben wir Deutschen ja nun reichlich Erfahrung gemacht. Viertens, wir müssen in eine Forschung investieren, die sich auch den Bedürfnissen von Jungen widmet. In Australien, wie gesagt, wurden bereits 20 Millionen Dollar investiert, aber auch eine Kampagne 2008 angefangen, um gerade die häufigen Suizide unter Jungen und Männern zu verhüten. Männer suizidieren sich im Laufe der verschiedenen Lebensphasen immer häufiger als Frauen. Bei uns steckt das alles in den Kinderschuhen, denn Genderpolitik, Genderforschung kümmerte sich keineswegs um Genderfragen, sondern immer nur um ein einziges, nämlich das weibliche Geschlecht. Und Gleichstellungsbeauftragte fühlen sich wohl zu 90% keineswegs für die gleiche Stellung und die Probleme aller beauftragt, sondern ebenfalls nur für die Frauen. Klar, da gab es auch ein jahrtausendelanges Nachholprogramm. Ebenso wäre eine Unterstützung von Männerforschung notwendig. Auch bedenke man Folgendes: Wenn Frauen 6 Jahre vor den Männern sterben würden, würde die Frauenforschung boomen. Doch über die Männergesundheit regen sich weder die Männer selbst noch Frauen auf. Fünftens, wir sollten alle dafür kämpfen, dass Jungen und Mädchen ein soziales Jahr machen müssen, daran zu wachsen, um zu lernen, anderen zu geben, Dankbarkeit für das Gute im eigenen Leben zu entwickeln, zu reifen durch den Umgang mit Notleidenden, mit der Natur oder mit anderen sozialen Aufgaben. Sechstens, Bürgerrechtler, die sich für Jungen einsetzen, benötigen mehr Unterstützung. Das heißt, wir müssen wegkommen von Klischees, welche uns eine starke, ehemals notwendige, aber seit Jahren auch zerstörerische Frauenlobby einredet. Denn zum Beispiel sich für geschiedene Väter und ihre Kinder einzusetzen, wird ziemlich aggressiv mit Diffamierung gebrandmarkt. Ich fühle mich gebrandmarkt in dieser Diskussion. Ich habe jetzt 12 Jahre für geschiedene Väter und Kinder mich eingesetzt und wurde derart schlimm angegangen, dass ich diesen Kampf aufgegeben habe. Was sehr schmerzhaft war und auch eine sehr eigene Erfahrung im Leben. Siebtens, auch für unauffällige Jungen muss es Jungenarbeit geben. Unsere Mediengesellschaft giert nach Sensationen, immer neuen Skandalen, nach endlosen Talkrunden über das Schlechte und Böse in dieser Welt, was dazu geführt hat, dass die Normalen, die Unauffälligen, die Stillen übersehen und nicht gefördert werden. Achtens, auch die gesundheitlichen Situationen von Jungen gebührt unsere Aufmerksamkeit. Frauengesundheitsberichte gibt es, vielleicht weil sie 52% der Wählerinnenstimmen ausmachen, aber es gibt nur wenige Männerberichte. Auch wird in der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung ausschließlich eine Frauen- und Mädchengesundheitsbank geführt. Interessant, zumal über 90% der tödlichen Arbeitsunfälle Männer erleiden. Neuntens, wir müssen mehr Männer, wie schon gesagt, für erzieherische Tätigkeiten werben. Ein wichtiges Moment wäre dabei, dem Naturdefizitsyndrom zu begegnen. Der amerikanische Bestseller von Richard Louv, Das letzte Kind im Wald, ist auch 2012 bei uns herausgekommen. Darin beschreibt er die negativen Folgen, wenn Kinder keinen Kontakt zur Natur mehr haben. Das ist ein sehr spezieller Aspekt noch und ich denke, betrifft viele Jungs.
Zehntens, wir benötigen eine ganzheitliche Geschlechterpolitik für Männer und Frauen. Die UNO hatte bereits 2004 Richtlinien für Jungen- und Männerförderung und Forschung verabschiedet. 2004, vor 10 Jahren. Die EU hat dies 2006, vor 8 Jahren, in Helsinki bestätigt und Richtlinien formuliert. Ganz fortschrittlich. Doch in Deutschland wird das nicht zur Kenntnis genommen oder mit dem Satz, Männer sollten nicht so weinerlich reagieren, abgetan. Ein politischer Skandal, den niemand interessiert. Aber auch offensichtlich die Männer selbst nicht. Wir sollten folgende Botschaft verbreiten. Wir wollen und brauchen euch Jungen, so wie ihr seid. Die Gesellschaft braucht leistungsstarke und fröhliche Jungen und Mädchen. Wir brauchen Männer, Väter als männliche Erziehungs-, Vorbild- und Liebesinstanzen in allen Lebensphasen, um Mann-Frau-Beziehungen zu lernen, damit die nicht die meisten innerhalb der ersten 3 Jahre wieder kaputt gehen. Denn die weibliche öffentliche Erziehung schafft es nicht, einen Großteil der Jungen gesund und positiv ins Leben zu entlassen. Wir brauchen die Akzeptanz der Jungen als Schwächere, als leistungs- und gesundheitlich problematischere, als verhaltensauffälligere in Schulen und in einer Umwelt, die immer stärker für Mädchen, Frauen, für Dienstleister konzipiert zu sein scheint. Und die Akzeptanz von Männern, auch in ihren individuellen und gesellschaftlichen Grenzen, als Opfer von häuslicher Gewalt, als sozial Ausgenommene, zum Beispiel nach Scheidung, als hart Arbeitende, als Aufopferungswillige, die für die Familien und die Gemeinschaft vieles tun. Man denke nur an die freiwilligen Feuerwehren überall im Land, die in erster Linie von Männern unterhalten werden unter Einsatz ihres Lebens. Jungs brauchen klare, explizite Regeln, mehr typische männliche Verhaltensmuster, mehr positive Körperlichkeit und Spielraum für positive Energien, um keine negativen Aggressionen zu produzieren. Viel mehr Naturerlebnisse brauchen sie, um ihre wunderbare Wildheit auszutoben, viel mehr Akzeptanz ihrer wichtigen männlichen Ressourcen. Unmännlichkeit, ihre Freiheit im Denken und Tun, ihre kreative Biederborstigkeit und Kreativität. Daran abzulesen, dass auch heute noch 90% aller angemeldeten Patente von Männern angemeldet werden. Wir brauchen eine selektive Aufkündigung der Koedukation, um Jungen in den Sprachen, in der Kommunikation, in dem Zugang zu den eigenen Emotionen und beim Lesen stärker zu fördern, durch Training von Männern eine realistische Selbsteinschätzung und das Lernen aus eigenen Fehlern zuzulassen. Es muss eine Sensibilisierung gerade beim weiblichen Lehrpersonal bezogen auf eigene Männerhassgeschichten stattfinden, ein Verbot der Diskriminierung durch Lehrerinnen bei Zensuren und Tadel, eine auf beide Geschlechter bezogene Genderpolitik für alle Erziehenden, denn es widerspricht unserem Grundgesetz, einen Teil der Bevölkerung wegen seines Geschlechts zu diskreditieren. Mütter und Väter sollten für ihre Söhne gesellschaftlich und politisch kämpfen. Da jedoch, wie schon gesagt, jungen Eltern mittlerweile regelrecht kondoliert wird, wenn sie einen Sohn bekommen, wenn sie erleben, welchen schwierigen Stand die Jungs in den Erziehungseinrichtungen haben, wächst allmählich das Bewusstsein dieses Skandals. Wie sollen diese Jungen sich wohl und willkommen in unserer Gesellschaft fühlen? Deswegen ist es höchste Zeit, endlich aus dem neurotischen und hysterischen Entweder-Oder herauszukommen. Es geht nicht entweder um Mädchen oder um Jungen, es geht um alle unsere Kinder und um unsere gesellschaftliche Zukunft. Vielen Dank. Ganz herzlichen Dank. Geht das Mikrofon? Ja. Für diesen leidenschaftlichen Appell, liebe Astrid, für gesunde Männer und damit für ein gesundes Miteinander von uns. Du hast eine breite Vielfalt von Problemen aufgewiesen, worüber ich mich sehr gefreut habe. Dein 10-Punkte-Programm am Schluss, das sollte auch, denke ich, für die Diskussion wichtig sein. Wie ist das umsetzbar? Gestatten Sie mir ganz persönlich eine Anmerkung als Moderator. Ich bin fast taub heute. Schrecklich.
Ich muss meine Moderation bestimmt darauf beschränken, auf durch eine Mittelohrentzündung, dass ich immer der Reihe nach sie versuche aufzuhören. Ich habe ja werde Schwierigkeiten haben, sie zu verstehen. Das ist etwas unüblich, aber ich muss es doch leider sagen. Ich möchte eine Anmerkung machen, dass eine leicht ironische. Astrid, du hast irgendwo sehr beeindruckend gesagt, dass unter anderem durch den Hormonüberschuss in der Pubertät es sinnvoll ist, praktische Berufsausbildung, Arbeit mitzumachen während der Schulzeit. Das erinnert mich sehr an etwas, was der allergrößte Teil in seiner Jugend durchweg erlebt hat in der DDR. Ich glaube, 1957 oder 1958 ist der polytechnische Unterricht eingeführt worden, den ironischerweise die Krupskaja, die Ehefrau von Lenin, im Jahr 1902, als sie sich in Leipzig aufhielten, von dem dortigen Pädagogen Kirchsteiner gelernt hatte, der nämlich speziell für die Landschulheime wie die Odenwaldschule oder Wickersdorf das als eine Pädagogik entwickelt hatte, genau für die überwiegend Jungs damals auch in den Heimen, diese praktische Berufsausbildung. Also es schlägt über manche weite Bögen immer wieder viele Vorschläge zurück, die uns bekannt vorkommen.